Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es ein kleines Schleim-Unboxing. Und zwar habe ich fünf verschiedene bei Wish bestellt. Die haben alle nicht mal 1 € gekostet. Also pro Schleim nicht mal 1 €. Versand dauert so ungefähr einen Monat. Das dauert wirklich sehr lange. Kommt halt aus China. Und ansonsten werden wir die dann auch mal vermischen und schauen, was dabei rauskommt. Und vielleicht das ein oder andere Experiment damit noch durchführen. Bevor wir gleich damit anfangen, gehen liebe Grüße raus und zwar an Mohamed Sado, Geilo zockt und Marcel Stucki. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten schauen wir kurz nach, was Johnny macht und dann fangen wir an, den ersten Schleim auszupacken. Oh Johnny, was machst du da? Guckst du Vögel an? Oh ja, du guckst Vögel aus dem Fenster an. Das machst du gerne, ne? Dann wedelst du immer mit deinem Schwanz und stellst dir vor, wie du sie fängst. Oh, mein Süßer, mein Schnurrkater. Komm, gib mir einen Kuss. Johnny, was soll das? Ich wollte mich gerade da draufsetzen und dann springst du da einfach ganz frech drauf. Hallo? Ich habe den Stuhl erst abgesaugt. Ach, Johnny, komm. Wie soll ich denn so filmen im Stehen, oder was? Fangen wir an mit dem ersten Schleim. Der sieht so aus, rot mit ganz vielen kleinen weißen Styroporkügelchen. Hier steht noch irgendwas drauf, Made in China. Ja, das war mir klar. Machen wir den mal auf und oh, die Verpackung finde ich ja auf jeden Fall nicht so gut. Ich hoffe, wir kriegen ihn überhaupt raus, aber es sieht wirklich sehr schlecht aus. Das wird, glaube ich, ein Kampf. Ich würde mal sagen, ich reiße die Verpackung einfach auf. Ich kriege den hier echt kaum ab, wie ihr sehen könnt. Oh. Aber ansonsten fühlt er sich echt wirklich sehr, sehr gut an. Riecht ein bisschen streng, aber ist noch völlig in Ordnung. Ich kratze mal hier den Rest ab. Ah, Johnny, mein Freund. Ja, ich habe mir extra den anderen Stuhl geholt. Und jetzt willst du hier mit Schleim auspacken oder was? Naja, dann pack halt mit aus. Kein Problem, Johnny. Mein Haus ist dein Haus. Ich konnte jetzt leider nicht alles hier abmachen. Geht wirklich sehr schwierig, aber ich glaube, das reicht. Der Schleim ist auf jeden Fall gar nicht so schleimig. Ich würde sagen, eher eine Knete. Aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, ihn zu kneten. Und hört euch das an. Also ich weiß nicht wieso, aber das gefällt mir. Das macht schon nahezu süchtig. Den zu zerdrücken, das ist richtig, richtig geil. Ich kann es gar nicht glauben, dass mir das gefällt, aber es gefällt mir einfach. Oh ja. Okay, also dieser Schleim, leider sehr schlechte Verpackung, ein bisschen eingetrocknet, aber im Großen und Ganzen finde ich den wirklich sehr gut. Also der kriegt eine 2 von einer Note 1 bis 6 von mir. Der nächste Schleim ist in einer, glaube ich, etwas besseren Box. Der ist wirklich sehr, sehr bunt, sieht aus wie Pudding, ein Regenbogenschleim. Machen wir ihn mal auf, holen ihn raus und oh, der ist schon etwas feuchter. Der geht sehr gut raus. Ich rieche erstmal kurz dran. Oh, der riecht wirklich sehr künstlich. Ich würde mal sagen, wir kneten ihn jetzt einfach und mal schauen, welche Farbe dann dabei rauskommen wird. Denn ich glaube, das wird früher oder später etwas zerlaufen. Oha, von der Konsistenz her ist der wirklich richtig, richtig geil. Da bleibt auf jeden Fall nichts an den Fingern kleben. Das gefällt mir. Und der wird jetzt bunt. Das ist ziemlich schade. Aber kein Problem. Wir werden am Ende sowieso alle Schleime miteinander zusammen vermischen. Und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Aber zieht euch das mal rein. Das wird jetzt so ein braunrot. Das sieht nicht mehr so schön aus. Aber von der Konsistenz her ist der Schleim auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und desto mehr ich knete, desto besser wird er auch. Das ist ein sehr schöner Schleim. Also, das Einzige, was mich hier stört, ist so ein bisschen der Geruch. Aber es ist auf jeden Fall noch erträglich. Aber was will man hier auch aus China erwarten? Und die Farbe finde ich auch nicht so schön. Sieht jetzt aus wie Kakao. Kakaoschleim. Ja, ich würde sagen, der Schleim, der bekommt von mir auch die Note 2. Der dritte Schleim befindet sich auch in einer Box und wie es aussieht, hat er ein paar Perlen oder sowas da drin. Das schauen wir uns mal jetzt genauer an. Hoppla, das fällt mir schon entgegen. Und okay, das sind Styroporkügelchen. Kein Problem. Wir holen den erstmal hier raus, den Schleim. Oh, der fühlt sich richtig, richtig geil an.
erstmal hier die Kügelchen aufsaugen, aufsammeln. Jawohl, jetzt zerkneten wir das Ganze mal. Ich hoffe, wir werden das gleich hinkriegen, dass er keine Kugel mehr verliert. Das mag ich nämlich so überhaupt gar nicht, wenn der Schleim immer mal wieder so seine Kugeln verliert, weil die dann überall im Zimmer herumfliegen, überall herumkleben, wie man gerade sehen konnte. Das hing einfach an meinem Arm, die eine Kugel. Aber das ist halt dann so der Nachteil an so einem Schleim mit so Kügelchen. Ich mag das nicht, wenn er so klebt, aber wenn er nicht klebt, fliegen halt die Kugeln immer raus. Das ist ein bisschen kacke. Und ja, das ist hier wirklich der Fall, wie es aussieht. Also nach und nach verliert er seine Kugeln. Von der Farbe her finde ich den wirklich sehr angenehm. Vom Knetgefühl auch von der Konsistenz. Aber leider stört mich das wirklich sehr, dass er seine Kugeln verliert. Deswegen finde ich, ist der Schleim gar nicht gut. Ich meine, zieht euch das mal rein, wie viele Kugeln wir jetzt hier schon verloren haben. Och, der Schleim, der kriegt von mir nur eine Note 4. Den packe ich mal weg. Wir machen hier direkt weiter mit dem nächsten. Erstmal die Kugeln hier noch auf die Seite räumen. Der nächste ist auch in einer Dose und der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Sieht aus wie so ein Himbeerschleim mit ein paar Himbeeren da drin. Konsistenz ist hier auf jeden Fall schon mal viel flüssiger. Fühlt sich ganz anders an. Fühlt sich an wie so ein Gel. Ist auch ein bisschen klebrig. Oha, ist auch wirklich sehr kalt. Kneten wir den mal ein bisschen. Oh, der hat gerade einen kleinen Knall gemacht. Boah, das fühlt sich richtig gut an. Oh ja, das gefällt mir. Der klebt zwar ein bisschen, aber es ist noch vollkommen in Ordnung. Und hier mit diesen kleinen Himbeeren da drin, das fühlt sich auch richtig, richtig gut an. Das ist ein schöner Schleim, aber leider kann man den nicht so gut ziehen. Dann zerreißt der einfach. Das ist so das Einzige, was nicht so ganz gut ist bei dem Schleim. Also von der Note würde ich ihm auch eine 2 geben, weil er nicht ganz so zäh ist. Der zerreißt ziemlich schnell. So, als letztes habe ich hier so ein Dreierpack. Eine Schleimdose musste ich schon rausnehmen, weil ich den Schleim für ein Video verwendet hatte, auch in einer Box. Und da sind einfach Süßigkeiten noch mit drin. Also das sind keine echten Süßigkeiten. Hier haben wir zum Beispiel einfach so einen Lutscher da dran und da irgendwelche komischen kleinen Bonbons, kleinen Perlen, die auf jeden Fall sehr lecker aussehen. Das ist ein Candy-Schleim, ein Süßigkeiten-Schleim. Der fühlt sich auch wirklich sehr gut an. Hoppla, das sind noch die alten Perlen. Von einem anderen Schleim, glaube ich, nicht von diesem Schleim. Hier ist halt auch nicht so cool, dass er eben sehr schnell zerreißt und ansonsten fühlt er sich ziemlich gut an, aber irgendwie ist dieser Lutscher hier ziemlich störend, der hat mich hier gerade fast abgestochen. Dem Schleim würde ich die Note 3 geben. Das sind die 5 Schleime, ich habe die nochmal sortiert. Der hier hat mir definitiv am besten gefallen, der am zweitbesten, drittbesten, viertbesten, fünftbesten. Ja, das ist halt der schlechteste. Jetzt würde ich mal sagen, werden wir das Ganze vermischen. Dazu mache ich den hier erstmal ein bisschen blatt. Dann legen wir den einen einfach so mitten drauf, den anderen noch da drauf, den vierten drauf und den fünften drauf. Und jetzt fangen wir an, das kräftig zu vermischen. Mal schauen, was dann für ein Schleim da draus entstehen wird. Ich bin schon gespannt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall kräftig kneten. Zieht euch mal rein, was wir für ein Monsterschleim jetzt hier haben. Einen richtigen Mutant haben wir jetzt erschaffen. Da guckt einfach der Lutscher raus. Nochmal hier ein bisschen kneten. Bisschen drehen. Okay. Das ist unser gemischter Mutanten-Monsterschleim von Wish. Und ich finde, der ist auf jeden Fall gelungen. Was meint ihr? Der ist richtig gelungen. Fühlt sich richtig, richtig gut an, wegen den ganzen Perlen. Sieht, finde ich, auch ziemlich gut aus. Lässt sich hier schön ziehen. Der zerreißt nicht so schnell, der lässt sich richtig, richtig gut ziehen. Also das ist ein super Schleim. Wenn das mal kein Erfolg war, dann weiß ich auch nicht. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir quälen den Schleim noch ein bisschen und stecken den hier mal in die Rattenfalle rein. 3, 2, 1, bam!
For the record. For the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get a ball today. Die Rattenfalle hat den Schleim auf jeden Fall verschlungen. Wir müssen jetzt hier erstmal befreien. Ich glaube. Okay, es wird doch einfach. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht so einfach, aber es wird doch einfach. Die Reste können wir da einfach drin lassen. Der hat das gut überstanden. Den geht es auf jeden Fall noch sehr gut. So, ich bin jetzt nochmal rausgegangen, denn ich habe so das Gefühl, wir haben den Schleim noch nicht genug gequält. Legen wir den mal hier drauf. Und dann habe ich eine kleine Überraschung für ihn. Und zwar habe ich hier so 10 dicke Wunderkerzen. Die tun wir jetzt einfach mal da rein. Packen die schön in den Schleim und dann zünden wir die an und mal schauen, wie ihm das so gefallen wird. 3, 2, 1, let's go! Zieht euch das mal rein. Ich glaube, das wurde ganz schön heiß. Das sieht einfach aus wie Lava. Lassen wir das mal kurz abkühlen und dann schauen wir uns mal an, wie der so von innen aussieht. Das hat gefunkt. Das sah richtig geil aus. Und der ist da drin auf jeden Fall angeschmolzen und auch noch wirklich sehr heiß. Das merke ich hier schon am Rand. Ansonsten hat er das wirklich sehr gut überstanden im Großen und Ganzen. Zieht euch das mal rein. Bis auf dass der da angebrannt ist an den Wunderkerzen, ist dem gar nichts passiert. Der Schleim, der ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr stabil. Ja, Freunde, das war's mit dem Schleimvideo. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten. Waren auf jeden Fall interessante Schleime mit dabei. Ansonsten könnt ihr euch hier noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Peace.